Sativa Singh, herzlich willkommen zu einer weiteren Cannabis-Infostunde. Die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Cannabis Marihuana Hanf, einer der ältesten Kulturpflanzen der Erde, könnte helfen, die Menschen ausreichend mit Kleidung, Papier, Öl, Brennstoff, Nahrung, Baumaterial und vielen Medizinen zu versorgen. Abschnitt 3, Kapitel 3. Nutzung. Der heute in Europa genutzte Faserhanf wird hauptsächlich in den ehemaligen Ostblockstaaten Rumänien, Bulgarien, Ungarn und in den Ländern der GUS angebaut. In Westeuropa gibt es in Frankreich und Spanien und neuerdings auch in England kleine Anbaugebiete. Wie in Abschnitt 2b berichtet wurde, kann heute bei optimierten Anbau mit Fasererträgen von 2500 bis 3000 Kilo pro Hektar ausgegangen werden. Pro Hektar wird also bei Hanf deutlich mehr geerntet als bei Flachs oder Baumwolle. Hanf ist ohne Frage die ertragreichste Faserpflanze, die in unseren Breiten angebaut werden kann. Dann gibt es eine Tabelle. 5 Welternteertrag natürlicher Zellulosefasern aus Hanf, Angaben in 1000 Tonnen. Zeige ich euch kurz, wie ich darstelle. Hanffasern gehören wie die Fasern von Jute und Flachs zu den Bastfasern, die in den Stängel zwischen Holz und Rinde der Pflanzen eingebettet sind. Die Hanffaser ähnelt in ihrem Aussehen der Flachsfaser. Durch primäres Wachstum entstehen im Phloem, Siebteil der pflanzlichen Leitbündel, 15 bis 35 Faserbündel, die bis zu 42 mm lang werden können. Die Ausbeute an Langfaserbündeln hängt vom Anteil der Primärfasern ab. Früher wurden zur Herstellung von Textilien und Papier ausschließlich Langfasern genutzt. Aufgrund der technologischen Weiterentwicklung in der Papierindustrie wäre es heute technisch möglich, die gesamte Pflanze zu nutzen. Zur Fasergewinnung werden hauptsächlich monözische, einhäusige Sorten angebaut, da diese einen bis zu 50% höheren Faserertrag als diözische, zweihäusige Sorten erzielen. Tabelle 6 zeigt die Bastfaser des Hanfs im Vergleich mit anderen Pflanzenfasern. Ich zeige euch die Tabelle. Ups. Da muss ich mal aufstehen. So. Hanffasern werden durch biologischen oder chemischen Aufschluss oder auf rein mechanischen Wege gewonnen. Unter dem biologischen Aufschluss werden die sogenannten Röstverfahren zusammengefasst, die schon seit dem Mittelalter praktiziert werden. Hierbei wird der Hanf durch die auf dem Material befindlichen Tauröste-Erreger, verschiedene Bakterien und Pilze, von den Pektinstoffen befreit. Die Faserbündel werden freigelegt und vom Holzkörper getrennt, sowie die in der Mittellamelle enthaltenen Stoffe fermentativ abgebaut. Bei der Tauröste werden die Hanfstängel in gleichmäßig dünner Schicht auf dem Boden ausgebreitet und der fermentative Prozess durch den natürlich vorkommenden Tau in Gang gesetzt. Der Vorgang dauert je nach Temperatur und Witterung einige Wochen oder Monate. Aufgrund der langen Röstdauer hat dieses Verfahren in der Vergangenheit kaum Verbreitung gefunden. Unter heutigen ökologischen Gesichtspunkten gewinnt die Tauröste aber wieder Bedeutung, in Deutschland beispielsweise beim Flachsanbau. Dazu trägt auch bei, dass transportable Maschinen entwickelt wurden, mit denen die Faserabtrennung direkt auf dem Feld bewerkstelligt wird. Die Kaltwasserröste wird in fließenden oder stehenden Gewässern oder Kanälen und Gräben durchgeführt, wobei die Hanfbündel getaucht werden. Je nach Temperatur dauert die Röste zwischen 8 Tagen und einigen Wochen.
Dieses Verfahren findet heute modifiziert in Stahlbetonkammern, die bis zu 9 Tonnen Hanfstängel aufnehmen können, in geschlossenen Räumen unter Verwendung von warmem Wasser 30 bis 40 Grad statt. Eine solche Warmwasserröste dauert 3 bis 4 Tage und verursacht beträchtlichen Gestank. Der Hanf wird nach der Röste getrocknet, anschließend gebrochen und gehäschelt. Beim Häscheln werden die Hanfstängel mechanisch bearbeitet, wobei eine Entholzung durch Schaben und Schütteln vorgenommen wird, bei welcher man am Ende etwa 30 bis 40% Langfasern Häschelhanf und 55 bis 63% Kurzfasern Häschelwerk gewinnen kann. Tabelle 7 moderne Faseraufschlussverfahren im Überblick. Wieder dreckige Fingernägel. Dann Abbildung 3, mechanische Bastfasergewinnung. Kalt- und Warmwasserröste sind unter ökologischen Gesichtspunkten negativ zu bewerten, aufgrund ihrer hohen organischen Abwasserbelastung, hoher chemischer Sauerstoffbedarf, CSB, die früher in Deutschland zu regelmäßigen Fischsterben führte. In Verbindung mit einer modernen Abwasserbehandlung kann die Röste durchaus zu einem umweltfreundlichen Verfahren werden, was vom Interesse ist, da die Röste eine sehr hochwertige Faser liefert. In den letzten Jahrzehnten wurden neue Verfahren zum Faseraufschluss entwickelt. Die Verfahren beziehen sich zwar häufig zunächst nur auf Flachs, können aber in der Regel auch auf Hanf übertragen werden. In Holland und Frankreich wurde dies teilweise schon realisiert. Tabelle 7 zeigt die wichtigsten modernen Faseraufschlussverfahren für die Textil- und Papierherstellung im Überblick. Ein neues in Deutschland entwickeltes Verfahren arbeitet mit Ultraschall und soll bald praxistauglich sein und zum Einsatz kommen. Bei den natürlichen Zellulosefasern gibt es viele Arten. Man unterscheidet zwischen Pflanzenhaaren, Bast- und Hartfasern. Baumwolle, die zur Gruppe der Pflanzenhaare gehört, kommt die größte Be Bedeutung bei der Herstellung von Textilien zu. Sie hat einen Anteil von über 50%. Neben dem Flachs kommt dem Hanf die größte Bedeutung unter den Bastfaserpflanzen in den gemäßigten Zonen zu. Die gröbere Hanffaser ist auch heute noch für einige Zwecke in der technischen Industrie unersetzlich. Die Hanffaser gehört zu den Bastfasern und liefert eine der festesten und dauerhaftesten Naturfasern, die vor allem zur Herstellung von Segeltüchern, Tauen und Seilen und wegen ihrer großen Feuchtebeständigkeit geschätzt werden. Hanf ist heute von billigeren Naturfasern wie Jute und Kunstfasern weitgehend verdrängt worden. Schönfeld 1955 beschreibt die Eigenschaften der Hanffaser wie folgt: Faserfestigkeit bei 10 mm Einspannlänge. Im Reißprüfer konnten Einzelfaserfestigkeiten von 46 bis 42 Reißkilometer festgestellt werden. Bei Hanf handelt es sich also um die festeste einheimische Naturfaser. Dehnung. Die Dehnung beträgt genau wie bei Flachs etwa 2%. Von einer elastischen Dehnung des Hanfs kann ebenfalls nicht gesprochen werden. Hygroskopizität. Hanf kann bis zu 30% Feuchtigkeit aufnehmen. Der handelsübliche Feuchtegehalt beträgt 12%. Hanf ist gegen Wasser außerordentlich widerstandsfähig. Hanf liefert eine grobe, feste Faser, die in der Textilindustrie für Oberbekleidung, Arbeitskleidung, die frühen Jeans waren aus Hanf und andere stark beanspruchte Textilien, Socken beispielsweise, eingesetzt wurde. Um Hanffasern auch als Baumwollersatz verwenden zu können, wurde die Cotonisierung entwickelt, bei der der sogenannte Flockenbast entsteht.
Diese Bezeichnung gibt man Flachs- oder Hanffasern, die durch Kochen in alkalische Bäder, Soda, Ätznatron oder Seife ein baumwollähnliches Aussehen erhalten haben. Dabei wird der Pflanzenleim, der bei gerösteten Langfasern die Einzelfasern in Bündeln zusammenhält, gelöst. Das Material wird dadurch feiner und weicher, also baumwollähnlicher. Kotonisieren ist ein altes Verfahren, das nach dem Ersten Weltkrieg von Jim Minder in Reutlingen erneut aufgegriffen wurde. Man verwendet für das Kotonisieren keine Langfasern, sondern Werge aus samenreife Stängel. Der Flockenbast, auch Hanfwolle genannt, wird nach dem Baumwollspinnverfahren direkt oder im Gemisch mit Baumwolle oder Zellwolle versponnen. Auf diese Weise können aus Hanffasern auch hochwertige Feintextilien hergestellt werden. Die Kotonisierung wird heute noch in der ehemaligen Tschechoslowakei bei der Flachsverarbeitung angewendet. Fraglich ist allerdings, ob die Kotonisierung aufgrund des hohen Aufwandes ökonomisch sinnvoll ist. Tabelle 8, Zusammensetzung von natürlichen Zellulosefasern im Prozent bei 10% Feuchtigkeit. Heute werden in Deutschland keine Hanffasern mehr zur Herstellung von Feintextilien eingesetzt. Der Rohstoffmarkt wird von der Baumwolle beherrscht und bei besonderen Anforderungen hat der Flachs den Hanf bereits vor Jahrzehnten verdrängt. In Frankreich werden noch heute Oberbekleidung, Jacketts, Socken, Stoffschuhe und Taschen aus den Langfasern des Hanfs hergestellt. Bei Socken aus Mischgarn wird die Ferse mit Hanf verstärkt, damit sie länger hält. Folgende Produkte wurden früher unter Verwendung von Hanffasern und Gewebe hergestellt: Schläuche, Segeltuch, Teppiche, Untergarn, Schuhmacher- und Sattlernähgarne, Bindfäden, Schnüre, Kordeln, Einlagestoffe, Matratzendrillig, Netzgarne, Erntebindegarne, Jalousiegarne, Seile, Packkordeln, Trossen, Wäscheleinen, Säcke, Verpackungsstoffe, Dekorationsstoffe, Bespannungen, Planen, Gurte und so weiter. Kurz, alle Einsatzgebiete, bei denen es auf hohe Festigkeit ankommt, zu weiteren heute relevanten Einsatzgebieten, Vergleich auch Abschnitt 3b. Weiterhin hat sich bis heute die Nutzung von Hanf als Dichtungsmaterial gehalten. Beim Abdichten von Wasseranschlüssen ist Hanf immer noch erste Wahl. Hanf spielte von Beginn an eine wichtige Rolle als Rohstoff für die Papierherstellung. Erst durch den Siegeszug von Holz verlor er seine Bedeutung als Papierrohstoff. Vielleicht kann er sie in absehbarer Zeit wiedergewinnen. Papierartige Materialien zur Informationsspeicherung gehören zu den ältesten Errungenschaften der Zivilisation. Ausgangsstoff für Papier ist neben Pergament seit eh und je pflanzliches Material, Zellulose. Die Bezeichnung Papier geht auf das altägyptische Wort Papyrus zurück. So heißt ein Riedgras, dessen Stängelmark in Streifen geschnitten, kreuzweise geschichtet und zu Bögen verarbeitet wurden. Diese klebte man dann zu langen Rollen zusammen. Papyrus war der bekannteste Schriftträger im alten Ägypten. Die Technik der Papyrusherstellung reicht weit zurück, etwa bis zum Jahre 3000 vor Christus, Sandermann 1992. Auch im alten Griechenland und in Rom spielte Papyrus bis ins 3. Jahrhundert nach Christus die zentrale Rolle als Schriftträger und wurde erst im 4. Jahrhundert von Pergament, Tierhäute, verdrängt. Pergament war beidseitig beschreibbar und konnte zu Büchern im heutigen Sinne gebunden werden, in denen sich Textstellen schneller wiederfinden ließen als auf Papyrusrollen. Die eigentliche Papierherstellung wurde etwa 100 vor Christus in China erfunden. Rohstoff für die Papierherstellung waren Baumrinde oder Bastfasern, Hanf und alte Lumpen und Fischnetze. Fan Yeh, 5. Jahrhundert nach Christus.
Die in der Nähe von Xi'an gefundene Papierprobe aus der Zeit 140 bis 87 vor Christus bestand aus Hanffasern und dürfte das älteste Papier der Welt sein. Hergestellt wurde es mit einem schwimmenden Sieb, aus dem man sich dann das Schöpfsieb, aus dem sich dann das Schöpfsieb entwickelte. In China wurde der Bast des Papiermaulbeerbaums zum wichtigsten Papierrohstoff. Im 13. Jahrhundert gelangte die Technik der Papierherstellung nach Italien, nach Deutschland erst im 14. Jahrhundert. Als Rohstoff wurden praktisch ausschließlich Hadern, Lumpen aus Flachs und Hanfstoff verwendet. Wenn schon bald nach Gründung der ersten Papiermühlen eine gewisse Verknappung an Hadern eintrat, stieg der Bedarf an Lumpen nach der Erfindung der Buchdruckkunst ins Unermessliche. In England wurde 1666 verboten, Tote in Leinenhemden zu bestatten. Stattdessen empfahlen die Behörden wollene Totenhemden. Man versprach sich davon einen Anfall von 200.000 Pfund Leinenlumpen. Vieles an den Lumpenschwarzmarkt jener Zeit erinnert an den heutigen Drogenhandel. Papier wurde stets nach der gleichen Methode hergestellt. Die Hadern wurde zu Einzelfasern zerstampft und aus der Suspension in Wasser wurde mit einem Sieb das Papierblatt geformt, entwässert und getrocknet. Eine wichtige Erfindung war der Holländer, ein Mahl- bzw. Mazerierungsgerät, das das Stampfwerk zunächst ergänzte und im 18. Jahrhundert zunehmend ersetzte. Als Antrieb dienten vor allem Windmühlen und Wasserräder. All diese Versuche und Vorschläge für eine Papier-Rohstoffbasis ohne Hadern in verschiedenen Ländern führten nicht zu einem Ersatz oder auch nur zu einer Einschränkung des Bedarfs an Lumpen. Die durch den Mangel an Lumpen bedingte Versorgungskrise der Papierwirtschaft währte von der Zeit Gutenbergs bis etwa zur Mitte des 19. Jahrhunderts, also etwa 4 Jahrhunderte. 1844 erfand der sächsische Webermeister Friedrich Gottlob Keller den Holzschliff. Damit wurde es 1845 möglich, das erste Papier aus Holzfasern bei einem Zusatz von 50 bis 60% Lumpen herzustellen. Die Erfindung des Holzschliff gab der Papierindustrie starke Impulse. Holz allein war für die Papierherstellung nicht ideal. Es musste mit 20% langfaserigem Lumpenzellstoff versetzt werden. Erst als aus dem Holzschliff mittels chemischer Verfahren Lignin und Harze abgetrennt und Holzzellstoff hergestellt werden konnte, war dies nicht mehr nötig. Der erste so gewonnene Zellstoff wurde von den englischen Chemikern Hugh Burgess und Charles Watt im Jahre 1851 durch Kochen von Holzschnitzeln in Alkalilauge bei hohen Temperatur unter Druck gewonnen. Kellers Erfindung war nach etwa 20 Jahren betriebsreif und schon nach 10 weiteren Jahren war Holz zum primären Rohstoff für Papier geworden. Die Papierknappheit hatte ein Ende. Holz konnte in praktisch beliebigen Mengen zu geringen Kosten in naturnahen Wäldern geschlagen werden. Mit dem Holz fand die Chemie Eingang in die Papierproduktion. Dies hatte neben Abwasserbelastungen zur Folge, dass sich die Haltbarkeit von Papier verschlechterte. Während aus Hadern gewonnenes Papier Jahrhunderte schadlos übersteht, zerfallen Holzpapierbücher aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bereits heute. Das liegt weniger daran, dass man von Flachs bzw. Hanffasern zu Holzschliff übergegangen ist, sondern daran, dass bei der industriellen Fertigung nicht mehr wie bei handgeschöpften Papieren mit tierischer Leimung gearbeitet wird, sondern in starkem Umfang Chemikalien zum Einsatz kommen. Im Jahre 1989 betrug die Weltzellstoffproduktion für Papier über 160 Millionen Tonnen. 92% der weltweit verarbeiteten Zellulose stammen aus Holzrohstoffen, Bäumen. Nur knapp 13 Millionen Tonnen von Gräsern, einjährigen Pflanzen, hierunter Hanf und Bambus. Holz als Hauptpapierrohstoff wird mehr und mehr zum Umweltproblem.
Die Zellstoffindustrie gehört zu den größten industriellen Frischwasserverbrauchern. Mehr Abwässer mit umweltgefährdenden Organen, Chlorverbindungen setzt keine andere Branche frei. Zur Herstellung von Papier aus Zellstoff werden hunderte verschiedene Chemikalien eingesetzt, darunter auch schädliche, schwer abbaubare und zudem überflüssige Stoffe. Dem wachsenden Papierhunger der Menschheit fallen zunehmend naturnahe und Urwälder zum Opfer. Der Großteil des Zellstoffs, der für den deutschen Papierbedarf, derzeit 230 Kilo pro Kopf und Jahr benötigt wird, stammt aus Kanada und Skandinavien. In Kanada werden durch einzelne Unternehmen ökologisch wertvolle Urwälder von der Größe Englands erbarmungslos kahlgeschlagen, die in dieser Form nie wieder nachwachsen. Indianervölker haben durch diesen Raubbau ebenso das Nachsehen wie viele seltene Tier- und Pflanzenarten. Ähnliches spielt sich in Skandinavien ab, wo derzeit die beiden letzten Urwälder Finnlands außerhalb der Nationalparks Kesi und Hämeenstunturi gerodet werden. Und in der sibirischen Taiga werden ebenfalls riesige Waldgebiete für die Herstellung von Zellstoff geopfert. In Finnland werden in jedem Jahr 50.000 Hektar Wald allein für den deutschen Papiermarkt abgeholzt, darunter auch viele naturnahe Wälder und so sogar Urwälder. Die internationale Umweltorganisation Friends of the Earth nennt in einer aktuellen Studie die nachhaltige Forstwirtschaft ein Mythos. Eine solche Forstwirtschaft findet praktisch nirgendwo statt und ist in vielen Fällen auch gar nicht möglich. Auch wenn sich der Altpapieranteil bei der Papierherstellung ständig erhöht, werden auch künftig große Waldgebiete für die Papierproduktion gerodet. Umso mehr als erwartet wird, dass der Weltpapierbedarf bis zur Jahrtausendwende auf 300 Millionen Tonnen und im Jahr 2005 sogar auf 350 Millionen Tonnen ansteigen wird. IFMAG, Bild der Wissenschaft 793. Getreidestroh, Zuckerrohrabfälle, Bambus oder auch Faserpflanzen wie Hanf, Flachs und Kenaf spielen derzeit am Weltpapiermarkt, auch wenn sie an Bedeutung gewinnen, nur eine geringe Rolle. 1992 wurde in 45 Ländern der Erde Papier aus Alternativrohstoffen hergestellt. Nach einer Studie der FAO hält es 9% am Weltpapiermarkt. Lediglich in Ländern wie Indien oder China, wo Holz bereits zum teuren Mangelprodukt geworden ist, liegt der Anteil an baumfreiem Zellstoff erheblich höher. In China wurden in vergangenen Jahren mehr als 80% des Papiers aus Zellstoff hergestellt, der aus Getreidestroh, Hanf, Bagasse, Zuckerrohrabfälle und Bambus gewonnen wurde. In Indien wird die weltgrößte Hanfmühle mit einer Kapazität von 20.000 Tonnen pro Jahr betrieben. Brasilien baut bereits seit den 60er Jahren Hanf für die Papierproduktion an. In der westlichen Welt wird Hanfzellulose heute lediglich für Spezialproduktion Produkte eingesetzt, bei denen sich die hohe Reißfestigkeit der Hanffaser insbesondere auch bei Nässe bewährt. Technische Filterpapiere, Teebeutel, zum Beispiel von Schoeller-Hösch, Gernsberg, Zigarettenpapiere, OCB Frankreich, Banknoten, Glühstrümpfe und so weiter. Die einzige größere Hanfzellstofffabrik in Westeuropa arbeitet in Spanien. 1994 soll ein Werk in Deutschland in Betrieb gehen. 1993 wurde hier erstmalig seit Kriegsende Buchpapier und 1994 auch grafisches Papier auf der Basis von Hanfzellulose gefertigt. Trotz höherer Preise lassen sich hochwertige Papiere gut absetzen. Siehe Kapitel 4. In Australien und Tasmanien wird derzeit geprüft, ob beispielsweise Zeitungspapier aus Hanffasern hergestellt werden soll. In einer aktuellen Analyse des internationalen Papiermarktes sagt das World Watch Institut, Faserpflanzen wie Kenaf und Hanf eine große Zukunft als Papierrohstoff voraus.
Im TAPI, Journal einer Fachzeitschrift der Technischen Vereinigung der Zellstoff- und Papierindustrie, erschien im Oktober 1992 ein Bericht des australischen Papiermanagers Andrew Caldor. Demzufolge etwa 30 Millionen Hektar Wald benötigt werden, um den derzeitigen Zellstoffbedarf der Welt zu decken. Etwa 70% des Papiers werden nach Schätzungen heute aus sogenannten Primärfaserstoffen, frischem Holz und Zellstoff hergestellt. Angesichts des wachsenden Einsatzes von Recyclingpapier rechnet man mit einem Rückgang des Primärfaseranteils auf 55% bis zum Jahre 2010. Der Papierverbrauch wird allerdings in den kommenden Jahren so stark zunehmen, dass trotz vermehrter Wiederverwertung auch der Waldverbrauch ansteigen würde, auf etwa 32 Millionen Hektar im Jahr 2010. Da Bäume nur langsam wachsen, müssten, um die Nachfrage zu decken, von heute an jedes Jahr 10 Millionen Hektar Wald neu aufgeforstet werden, was nicht geschieht. Folglich wird Holz gegen Ende des Jahrhunderts weltweit knapp und damit teuer werden. Das Ergebnis wird sein, prophezeit Andrew Caldor, dass die verbleibenden Naturwälder vermehrt ausgebeutet werden. Es sei denn, die Industrie kann die Flächen effizienter nutzen, von denen sie ihre Rohstoffe bezieht. Alternative Zellstofflieferanten sind also gefragt. Das World Watch Institut nennt hier Agrarabfälle wie Getreidestroh, Bagasse, Stängel des Zuckerrohrs, getrocknete Samengräser, Sorghumstängel, Kassava, Ananasblätter und Baumwollpflanzen. Eine weitere wichtige Quelle für besonders hochwertigen Zellstoff sind Faserpflanzen wie Kenaf, Hanf, Bambus, Jute, Flachs, Sisal, Nessel, Rami, Abaka-Palme, Hibiskus. Faserpflanzen zeichnen sich durch einen zwei- bis vierfachen Zellstoffertrag pro Hektar gegenüber schnell wachsenden Bäumen wie Pinien aus. Umfangreiche Studien aus den USA, China und den Niederlanden fanden unter den Faserpflanzen vor allem zwei aussichtsreiche Kandidaten, an erster Stelle den Kenaf, eine Hibiskusart aus Afrika und Vorderindien, die allerdings sehr viel Wärme braucht, und an zweiter Stelle den auch in unseren Breiten angebauten, anbaubaren Hanf. Hanf, kleinräumig angebaut und auf dem heutigen Brachland der EU, könnte also dazu beitragen, die natürlichen Wälder zu schonen und Versorgungsengpässe zu vermeiden. Ökologisch bietet der Hanfanbau in einer nachhaltigen ökologischen Landwirtschaft perspektivisch eine Reihe von Vorteilen. Perspektivisch deshalb, weil einige der notwendigen Verarbeitungsschritte im Hinblick auf Effektivität und Umweltbelastung noch modernisiert werden müssen. Potenzielle ökologische und Qualitätsvorteile von Hanfpapier gegenüber Holzpapier nach Ayers 1993, Schlegelmilch 94, Kovac, Raab, Rusnak, Annus 1992 und Katalyse. Schonung der naturnahen und natürlichen Waldbestände, etwa zwei- bis vierfacher Zelluloseertrag pro Hektar gegenüber Pinien bei Ganzpflanzungsnutzung, Kombinationsnutzung mit Textilien und Baummaterialien bei Hanfwerknutzung, flexible Anpassung an den Bedarf durch jährliche Anbau und Ernte, Erweiterung der Fruchtfolge, höhere Qualität des Zellstoffs, insbesondere höhere Reißfestigkeit, sehr gute Recyclingeigenschaften, da Hanfzellstoff die etwa fünffache Faserlänge von Holzzellstoff hat, ist er besonders geeignet, die Qualität von Zellstoff aus Altpapier zu verbessern bzw. mehr Recyclingdurchläufe zu ermöglichen. Geringerer Ligningehalt mit entsprechend geringeren Abwässerbelastungen, geringerer Chemikalieneinsatz bei der Zellstoffherstellung. Die Produktion des Hanfzellstoff erfordert erheblich weniger Energie. Aufgrund der relativ weißen Fasern kann die Bleiche reduziert werden. Aber natürlich gibt es auch Nachteile. Monokulturen und Düngemitteleinsatz können zu Umweltschäden im ländlichen Raum führen. Hanfstroh ist sperrig und schlecht zu transportieren. Hanfstroh, Hanfwerk fällt nur saisonweise an und erfordert bei
unter Umständen beschränkter Lagerfähigkeit hohe Lagerkapazitäten. Aus ökonomischer Sicht, Hanf kann nicht kostenfrei in Raubbau an der Natur geschlagen werden. Verschiedene Untersuchungen in den USA und in den Niederlanden, zum Beispiel Du Bois 1981, 1982, haben gezeigt, dass die Herstellung unterschiedlichster Papier- und Kartonqualitäten aus Hanffasern möglich ist. Gegenüber der Zellulosegewinnung aus Hart- und Weichhölzern weist Hanf einen geringeren Ligningehalt auf. Zusätzlich kann der Ligningehalt durch einen optimalen Erntezeitpunkt unmittelbar nach der Blüte des Hanfs beeinflusst werden. Bei holländischer Hanffasergewinnung konnten Ligningehalte von nur 5,2% erzielt werden. Mit weniger Lignin vergilben Papiere nicht so leicht und müssen deshalb weniger gebleicht werden. Der Ligningehalt ist entscheidend für die Wasserbelastung bei der Papierproduktion. Durch den Einsatz von Hanf könnte der Ligninanteil im Papierrohstoff also reduziert werden und dadurch zu weniger Belastung des Abwassers führen. In einer 1992 veröffentlichten ungarischen Untersuchung der Universität und des Papierforschungsinstituts Budapest wurde festgestellt, Kovacs 1992, dass unter Berücksichtigung der chemischen Zusammensetzung Hanf eine hervorragende Zellulosequelle mit hohem Faseranteil und geringem Ligningehalt ist. Hanf, ein bleichbares Faserrohmaterial, liefert, das gute Erträge bei traditionellen Pulping-Methoden, Sulfat, Sulfit, Natronlauge, aufweist. Der typische morphologische Aufbau der Fasern, 3/4 bis 4/5, enthalten kleine Zellen und 1/4 bis 1/5 enthalten lange, dünne Zellen. Bei der Papierproduktion berücksichtigt werden muss, neue technische Verfahren, die das Problem der Faserverklumpung und der langsamen Entwässerung mit der traditionellen Papierherstellung ergänzen und optimieren, werden benötigt. Hanffaserstoffe, die Möglichkeit bieten, ein breites Sortiment qualitativ hochwertiges Papier 25 bis 120 Gramm pro Quadratmeter Flächengewicht herzustellen. Hierzu gehören beispielsweise Kalenderpapiere, Papiere mit geringem und hohem Aschegehalt, Druck- und Schreibpapiere sowie Verpackungspapiere. In Mischung mit Weichholzfaserstoff können die nachhaltigen Eigenschaften beider Faserrohmaterialien weitgehend kompensiert werden. Hanf liefert über das Papier hinaus praktisch sämtliche Grundstoffe für den Offsetdruck. Aus Hanföl können sowohl Druckfarben als auch Reinigungsmittel für die Druckmaschinen gewonnen werden. Grundsätzlich kann Hanf über zwei Wege als Papierrohstoff genutzt werden. Zum einen kann die gesamte Pflanze der Zellstoffgewinnung zugeführt werden. Auf diese Weise wird der zwei- bis vierfache Zellstoffertrag wie bei schnell wachsenden Bäumen erzielt. Der andere Weg ist eine Kombinationsnutzung. Die Fasern werden aufgeschlossen und die Langfasern werden der Textilindustrie, die Kurzfasern, Werk, der Zellstoffindustrie und die zurückbleibenden Schäden der Baustoffindustrie zugeführt. Aus Hanfwerk entsteht besonders hochwertiger, reißfester Zellstoff. Es wird zum Beispiel in Rotationstrommeln auf eine Länge von 2 bis 6 mm geschnitten und anschließend in Natronlauge gekocht, um das restliche Lignin zu extrahieren. Bei der traditionellen Papierherstellung aus ganzem Hanf wird der Stängel der Länge nach in Stücke gebrochen und gehäschelt. Für die weitere Hanfverarbeitung zum Papierrohstoff wurde häufig ein sogenannter Holländer, eine periodisch arbeitende Mahlmaschine, eingesetzt. Mit dieser Mahlmaschine können alle technologischen Grundprozesse von der Suspendierung bis zur Zusammenstellung des Maschinenstoffes ausgeführt werden. Da die Holländermühle eine hohe Leerlaufleistung, etwa 50% der Leistung, hat, arbeitet sie energetisch relativ ungünstig. Autorenkollektiv 1987. Das Holländermahlwerk ist in Europa kaum noch in Gebrauch. Meistens wird mit einer modifizierten Scheibenmühle gemahlen, die energetisch wesentlich effektiver arbeitet.
Mit der Entwicklung verschiedener chemischer und mechanischer Aufschlussverfahren haben sich auch die Möglichkeiten und Chancen enorm verbessert, dass Hanf wieder der Rohstofflieferant für die Papierindustrie wird. Für den Aufschluss der Hanffasern können grundsätzlich alle chemischen Verfahren angewendet werden, die auch zum Holzaufschluss geeignet sind. Beim Sulfitverfahren entstehen jedoch zu spröde Zellstoffe, so dass für Hanf die alkalischen Aufschlussverfahren, Soda- oder Sulfataufschluss, besser geeignet sind. Die Hanffaser kann in einer Vielzahl von technischen Anwendungsmöglichkeiten Verwendung, finden. Zunächst können die technischen Einsatzbereiche der ähnlich gearteten Flachsfaser weitgehend übertragen werden. Nach einer 1987 angefertigten Studie der CMA ließen sich Flachsfasern, vor allem die billige Kurzfasern, in folgenden Produktionen des industriell-technischen Bereichs einsetzen: Bau- und Dämmstoffe, siehe auch Abschnitt 3D, Faserzementplatten, Fasern als Armierungsmittel und Asbestersatz, Trockenmörtel für Maschinenputz, Bedachungsmaterial, Fließestrich und Gips, feuerfeste Türen, Formpressteile in Kombination mit Kunstfasern, beispielsweise Türverkleidungen in Kraftfahrzeugen, Papier, Belege, Fließstoffe, Filtermaterial, Bindegarne und Asphalt. Aus den Flachsschäben können Spanplatten und Hohlraumsteine hergestellt werden. Konkrete Forschungen über mögliche Einsatzgebiete der Hanffaser im technisch-industriellen Bereich werden derzeit nur in Frankreich unternommen. Dort wird die Verwendung der Hanffaser für Brems- und Kupplungsbelege untersucht. Ähnliche Versuche laufen in Deutschland mit Flachs. Vergleich hierzu Abschnitt 4. Hanffasern können auch im Verpackungssektor eingesetzt werden. Für Wurstverpackung wird ein Verbundwerkstoff aus Papier und Folie auf Basis von Zellulose verwendet, welche viskosinierte Hanffasern enthält. In der UdSSR wurden Leinen-Jute-Hanffasern teilweise in Verbindung mit Polyethylen für die Herstellung von Zuckersäcken getestet. Die Industrie ist zunehmend interessiert für technische Gewebe, Naturfasern bzw. Kombinationen von Natur- und Kunstfasern einzusetzen. Je nach Anwendung werden verschiedene Naturfasern favorisiert, wobei die Auswahl der am besten geeigneten Naturfasern noch im Gange ist. Interne Quellen nach ist die Flachsfaser, auf die sich bei uns die Forschung ausgerichtet hat, für eine Reihe von Einsatzgebieten durchaus nicht unproblematisch. Es gibt einige Hinweise, dass die Hanffaser aufgrund ihrer höheren Reiß- und Nassfestigkeit für manche technische Zwecke besser geeignet sein könnte als Flachs. Beim jetzigen Forschungsstand muss dies aber Vermutung bleiben. Detaillierte Vergleichsuntersuchungen hierzu wurden in Westeuropa bislang nur in Frankreich begonnen. Letztendlich gibt es die ideale Pflanzenfaser natürlich nicht, sondern je nach Anwendungsanforderung ist die eine oder andere Faser besser geeignet. Insbesondere kann aber mit der geeigneten Kombination verschiedener Fasern das Einsatzspektrum von Naturfasern insgesamt erheblich erweitert werden. Hanf und Flachs werden sich in Kombination gegenseitig zusätzliche Märkte erschließen. Aus dem Samen der Hanfpflanze, die einen hohen Fettgehalt von etwa 35% aufweisen, kann durch Pressen ein hochwertiges Speiseöl mit bräunlich-gelber, grün-gelber oder dunkelgrüner Farbe gewonnen werden. Tabelle 11 zeigt die Zusammensetzung des Öls im Vergleich. In allen Speiseölen ist stets ein Gemisch von Fettsäuren vorhanden. Der Anteil der ungesättigten Fettsäuren liegt bei vielen Pflanzenölen bei 80% und mehr. Die wichtigste ungesättigte Fettsäure ist die zweifach ungesättigte CIS-Linolsäure. Linolsäure ist essentiell, da sie vom Menschen nicht aufgebaut werden kann. Wichtig ist dabei, dass bei der Verarbeitung ein Teil der CIS verknüpften Doppelbindungen nicht in die Transform umgewandelt wird, damit der Körper daraus die notwendigen Botenstoffe produzieren kann, die aus der stabilen Transform nicht mehr herstellbar sind. Je nach Sorte und Anbaugebiet variiert der Anteil Linolsäure im Hanföl zwischen 46 und 70% und liegt damit im gleichen Gütebereich wie Sonnenblumen- und Sojaöl.
Kaltgepresstes Hanföl schmeckt angenehm nussig und eignet sich damit gut für Salate, Gemüse und Süßspeisen. Bei den gesättigten Fettsäuren finden wir beim Hanföl Palmitinsäure 4 bis 10% und Stearinsäure 4 bis 10%. Hanföl ist wie alle Öle, die einen hohen Linolsäuregehalt aufweisen, sehr anfällig für Autooxidation und eignet sich insbesondere als hochwertiges, kaltgepresstes Speiseöl. Für den praktischen Gebrauch günstig ist, dass Hanföl bis zu Temperaturen von minus 15 Grad für den praktischen Gebrauch günstig ist, dass Hanföl bis zu Temperaturen von minus 15 Grad flüssig bleibt. Da die als Pflanzenmargarine bezeichnete Margarinensorte mindestens 30% Linolsäure enthalten muss, eignet sich Hanföl auch zur Herstellung von Margarine. Jüngste Untersuchungen aus Japan haben gezeigt, dass Hanföl eine cholesterinsenkende Wirkung bei Ratten besitzt. Kemoku 1992, Vergleich auch Abschnitt 3e. Es soll auch nicht unerwähnt bleiben, dass man die THC-freien Hanfsamen auch direkt verspeisen kann, wie dies früher durchaus üblich war. Vergleich Abschnitt 1a. Die Samen könnten heute wie Leinsamen beispielsweise Müsli-Speisen beigemischt werden. Hanfsamen wird im Übrigen traditionell als Vogelfutter verwendet und geschätzt. Ob und wie weit nachwachsende Rohstoffe bei der Herstellung technisch-industrieller Produkte tatsächlich auch eingesetzt werden, hängt vor allem von zwei Faktoren ab. Erstens vom Informationsfluss und der Zusammenarbeit zwischen Rohstofferzeuger und Rohstoffabnehmer, Kontakte und Verständigung zwischen Landwirtschaft und verarbeitender Industrie sind aber traditionell eher schwierig. Zweitens darf der nachwachsende Rohstoff nicht oder nicht erheblich teurer sein als der be bisher eingesetzte, an dessen Stelle er treten soll. Wie Leinöl, das mit dem Differenzbetrag zwischen dem Ziel- und Weltmarktpreis bezuschusst wird, BML 1992, könnte auch Hanföl durch Bezuschussung konkurrenzfähig gemacht werden. Solche Finanzhilfen fördern das Interesse für nachwachsende Rohstoffe auf beiden Seiten, beim Erzeuger wie beim Abnehmer. Die Landwirtschaft muss sich darauf verlassen können, dass sich der Anbau in überschaubaren Zeiträumen lohnt und die verarbeitende Industrie, dass der neue Rohstoff in ausreichender Menge lieferbar sein wird. Förderung des Informationsflusses und finanzielle Bezuschussung sind die geeignetsten Instrumente, um das Einsatzpotenzial nachwachsender Rohstoffe auszuloten. Und die Umstellung von konventionellen, nicht regenerierbaren Rohstoffen auf nachwachsende in Gang zu setzen. Die Lebenslinie von nachwachsenden Rohstoffen beginnt mit der Aussaat und endet auf der landwirtschaftlichen Seite mit Ernte und Bereitstellung der Rohstoffe. Tabelle 12 Ölpflanzen im Vergleich technische Nutzung und Tabelle 13 Einsatzmöglichkeiten ausgewählter Pflanzenöle in technischen Produktionen. Ja, zieht sich das scharf. Moment, warten. In wenigen Verarbeitungsschritten können aus den Rohstoffen Produkte hergestellt werden, die nach Einbau, Nutzung und Gebrauch in der Regel der stofflichen Verwertung oder einer Kompostierung zugeführt werden können. Produkte, die nicht zu weitgehend verarbeitet sind, zeichnen sich durch gute Abbaubarkeit aus. Ob sie nun als Waschmittel im Klärschlamm vorliegen oder als Bauschuttbestandteile verfüllt werden. Tabelle 13 vergleicht einige der wichtigsten Verwendungsmöglichkeiten von Hanföl mit denen von Lein, Sonnenblumenöl
und Rapsöl, welche im Gegensatz zu Hanföl bereits als Rohstoffe eingesetzt werden. Bei diesem Vergleich wird aus der Gesamtlebenslinie nur die Phase des Gebrauchs betrachtet. Wegen der Vielzahl möglicher Nutzungen muss die Zusammenstellung unvollständig bleiben. Wozu sich Hanf und andere vergleichbare Pflanzenöle eignen, hängt von ihrer chemischen Zusammensetzung ab, insbesondere von den relativen Gehalten an den diversen organischen Fettsäuren, Vergleich Tabelle 11. Art und prozentualer Anteil ungesättigter Fettsäuren bedingen beispielsweise die Trocknungseigenschaften. Überhaupt bestimmt die Fettsäurezusammensetzung fetter Öle weitgehend ihre physikalischen Eigenschaften wie Viskosität und Schmelzpunkt, siehe Tabelle 14, sowie ihre chemischen Eigenschaften, die durch Jod, Säure und Verseifungszahl ermittelt bzw. ausgedrückt werden. Ferner können Begleitstoffe die Haltbarkeit der oxidationsempfindlichen Fettsäuren günstig beeinflussen. Sie können aber auch, wie es bei Raps ist, die Nutzbarkeit des Pressrückstands erheblich einschränken. In der Papierindustrie für die Papierausrüstung, in der pharmazeutischen Industrie für die Herstellung von Salben gegen Ekzeme, Milchschorf, Psoriasis, Wagner 1982, Vergleich auch Abschnitt 3e, in der Oleochemie zur Herstellung von Waschmitteln, Emulgatoren, Antischaummitteln, in der Kunststoffverarbeitung als Weichmacher, Stabilisatoren und Gleitmittel. In der Textilindustrie beispielsweise bei der Vorbehandlung der Fasern für verbessertes Gleiten bei der Textilherstellung. Mit oder auch ohne weitere Verarbeitung der Öle als Treibstoffe für Verbrennungsmotoren, Vergleich Abschnitt 3c. Darüber hinaus können auch die neben der Ölgewinnung anfallenden Kuppelprodukte wie Fasern, Schäben und Wachs in einer großen Anzahl von Produkten Verwendung finden, was sich günstig auf eine Gesamtökobilanz auswirkt. Die bei der Ölgewinnung anfallenden Pressrückstände sind ein hochwertiges Viehfutter. Der Hanfkuchen besteht aus 4,3% Fett, 23,9% Protein und 10,3% Kohlenhydrate. Bei der Recherche über die Verwendungszwecke von Ölen aus nachwachsenden Rohstoffen und insbesondere von Hanföl fällt auf, dass eine Anzahl von Massenprodukten und eine schier unerschöpfliche Fülle von Spezialanwendungen gefunden werden können. Für die bereits praktischen Erfahrungen vorliegen oder potenzielle Anwendungen im Bereich des Möglichen liegen. Insbesondere der Sektor Beschichtung mit seiner unüberschaubaren Zahl von Spezialprodukten bietet sich neben der Verwendung im Nahrungsmittelsektor an. Verbrauchsprodukte mit geringer Verarbeitungstiefe wie grüne Schmierseife, ihre grüne Farbe hat sie vom Chlorophyll der Hanfpflanze, sind im Allgemeinen leicht abbaubar. Die Gebrauchsprodukte, die sich durch langen Gebrauchsnutzen auszeichnen, binden das während des Wachstums aufgenommene Kohlendioxid langfristig und haben daher einen deutlich positiven Klimaeffekt. In Ölfarben verarbeitet Hanföl in Kombination mit Leinöl oder anderen nachwachsenden Ölen durch Variation der Eigenschaften die Palette potenzieller Anwendungen. Im Bereich Druckfarben können sich bei gleichzeitiger Nutzung als Reinigungsmittel eine umweltfreundliche integrierte Gesamttechnologie für den Offset-Bereich bieten. Die Kombination ungesättigter Fettsäuren ist für die Nutzung als Speiseöl ausgesprochen günstig. Allerdings müsste die Nahrungsmittelindustrie ein Verfahren entwickeln, mit dem die Fettsäuren schonend und ohne denaturiert zu werden haltbar gemacht werden können. Insgesamt gesehen konkurrieren die Öle heimischer, nachwachsender Rohstoffe miteinander nur wenig, sondern ergänzen sich geradezu in ihren chemisch-physikalischen Eigenschaften und decken nebeneinander eine breite Palette von Anwendungsmöglichkeiten ab.
Zu einer ähnlichen Einschätzung gelangt man bei den Fasern, die man teilweise kombiniert aus den gleichen Pflanzen gewinnen kann. Vergleich Abschnitt 3a. Wenn die vielfältigen Subventionierungen der chemischen Industrie, Ausnahme von der Mineralölsteuer, niedrige Strompreise gestrichen würden, dann wären Hanföl und andere nachwachsende Rohstoffe auch preislich konkurrenzfähig. In ihrer Qualität, ihrer Gebrauchstauglichkeit und Umweltverträglichkeit sind sie überlegen. Prinzipiell gibt es verschiedene Wege, aus Pflanzen Energie zu gewinnen. Die wichtigsten sind Bioethanol als Motorkraftstoff, Pflanzenöle als Kraftstoffe und das Verbrennen von Biomasse einschließlich Pyrolyse. Für die Hanfpflanze kommt die Nutzung als Pflanzenölkraftstoff, Biodiesel und das Verbrennen der Gesamtpflanze bzw. der Schäben in Frage. Eine Ethanolherstellung ist aufgrund der fehlenden Zucker- und Stärkeanteile nicht sinnvoll. Es soll aber an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass der Sinn einer energetischen Nutzung von Pflanzen sehr umstritten ist, da bei praktisch allen Verfahren nur relativ geringe positive Umwelteffekte bei relativ hohen Kosten erzielt werden können. Darauf kommen wir nur noch zurück. Beim Hanf kommt hinzu, dass die Pflanze, wie in den vorhergegangenen Kapiteln gezeigt wurde, eine Reihe wertvoller Rohstoffe liefert und somit für eine energetische Nutzung eigentlich zu schade ist. Einzig und allein die Verwertung der bei verschiedenen Nutzungen zurückbleibenden Schäben und Reststoffe als Brennmaterial sollte in Betracht gezogen werden. Diese Art der Abfallverwendung wurde im Übrigen auch in der Vergangenheit praktiziert. Da aber gerade amerikanische Quellen auf die energetischen Aspekte der Hanfpflanze großen Wert legen, soll der Vergleich mit anderen Nutzpflanzen durchgeführt werden. Zuvor jedoch soll eine kurze Übersicht über die wichtigsten Argumente zur energetischen Pflanzennutzung gegeben werden, aus der die prinzipiellen Fragwürdigkeit dieser Verwertung hervorgeht. Energiebilanz. Neben dem eigentlichen Energiegewinn durch Nutzung der Pflanze muss der Energiebedarf für Saatgutbeschaffung, Anbau, Ernte, Transport und Weiterverarbeitung betrachtet werden. Insgesamt ergibt sich da, dass dann die Energiebilanz bei manchen Verfahren nur noch ganz knapp positiv ausfällt. Am schlechtesten schneidet die Gewinnung von Bier. Am schlechtesten schneidet die Gewinnung von Bioethanol aus Weizen und Zuckerrüben ab. Bei heutiger Technik mit einem Erntefaktor von 1,02 bis 1,3. Am besten die Verbrennung von Stroh 10,3 und Pappeln 15,1. Die Gewinnung von Rapsöl Methylester belegt einen Mittelplatz 2,5. Treibhausrelevanz. Während früher ausschließlich der bei Bioenergienutzung geschlossene Kohlendioxidkreislauf betrachtet wurde, der einen beträchtlichen Vorteil nachwachsender Rohstoffe gegenüber fossilen Brennstoffen bedeutet, weisen neue Studien auf die klimarelevanten Dioxid N2O-Emissionen infolge der notwendigen Düngung hin. Je nach Düngung kann hierdurch ein Großteil des CO2-Vorteils aufgehoben werden, so dass schließlich das Ersetzen fossiler Brennstoffe durch Biobrennstoffe nur noch eine relativ geringe Entlastung für den Treibhauseffekt bringt. Der Preis zur Bereitstellung von Bioenergie liegt deutlich über den von fossilen Brennstoffen und wird entsprechend subventioniert. Die Herstellung von Rapsöl Methylester kostet beispielsweise das Vier- bis Fünffache von Diesel ohne Steueranteil. Ölhaltige Pflanzen wie Raps, Sonnenblumen oder Sojabohnen gehören zu den in den EU am höchsten subventionierten Pflanzen. Das Geld könnte erheblich effektiver im Bereich Energieeinsparung, Wind- und Sonnenenergie investiert werden. Hinzu kommt, dass beispielsweise die Solartechnik das Sonnenlicht erheblich effektiver nutzt als Energiepflanzen.
Der Energieertrag pro Hektar liegt um ein Vielfaches höher und der Boden unter den Solarzellen bleibt zusätzlich nutzbar. Schadstoffabgaben an die Umwelt. Beim Anbau von Energiepflanzen gelangen Nitrate und Pestizide ins Grundwasser. Es ist zu befürchten, dass gerade bei Energiepflanzen im besonderen Umfang Dünger und Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, da hier keine Futter- oder lebensmittelrechtlichen Einschränkungen vorliegen und aufgrund der nicht konkurrenzfähigen Bioenergiepreise der Ertrag mit allen Mitteln emporgetrieben wird. Allerdings zeigt sich immer wieder, dass der intensive Einsatz von Düngemitteln wie beispielsweise Nitraten wegen unverhältnismäßig geringer Ertragssteigerung nicht lohnt. Beim Verbrennen entstehen Schadstoffemissionen, die denen fossiler Brennstoffe ähneln. So emittiert beispielsweise der Elsbeth-Pflanzenölmotor Schadstoffe in der gleichen Größenordnung wie ein Dieselmotor. Bei einigen Schadstoffen weist der Pflanzenmotor Vorteile auf, bei anderen Nachteile. Mit anderen neuen Technologien, beispielsweise dem Wasserstoffmotor, kann, was Schadstoffemissionen betrifft, der Pflanzenölmotor in keiner Weise mithalten. Einzig und allein das thermische Verwerten ohnehin anfallender pflanzlicher Reststoffe, beispielsweise des Strohs beim Weizenanbau, scheint sinnvoll zu sein, da hierzu auch keine zusätzlichen Flächen benötigt werden. Allerdings ist auch dabei die ständige Entnahme von Biomasse, statt diese beispielsweise über Kompostierung wieder zuzuführen, kritisch zu sehen. Zur Minderung des Treibhauseffekts ist zudem eine Nutzung in dauerhaften Bauprodukten immer sinnvoller als eine Verbrennung. Insgesamt ist also die Nutzung von Bioenergie aus ökologischer Sicht kaum oder nur in Spezialfällen sinnvoll. Diese allgemeine Aussage gilt sicher auch für die Hanfpflanze. Selbst wenn diese beispielsweise durch den geringeren Bedarf an Pflanzenschutzmitteln in Teilbereichen durchaus ökologische Vorteile gegenüber anderen Pflanzen aufweisen mag. Von den möglichen Energieträgern aus agrarischer Produktion zeichnen sich Pflanzenöle dadurch aus, dass sie in flüssiger Form mit einer hohen Energiedichte leicht gewinnbar sind. Die meisten Pflanzenöle können unter gewissen technischen Voraussetzungen in reiner Form oder in beliebiger Mischung mit Dieselöl in selbstzündenden Motoren als Kraftstoff eingesetzt werden. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1990. Bei der Nutzung werden zwei Wege unterschieden. Zum einen die technische Anpassung der Motoren an die Pflanzenöle, Elsbeth-Motor, und zum anderen die züchterische oder synthetische Anpassung des Pflanzenöls an herkömmliche Dieselmotoren, zum Beispiel Rapsöl-Methylester. Letzteres führt zu deutlich höheren Kosten des Biotreibstoffs. Hanföl kann ohne Probleme ebenso wie beispielsweise Rapsöl im Elsbeth-Motor verbrannt werden oder auch als Heizölersatz Verwendung finden. Tabelle 14 schlüsselt auf, welche Werte die energetische Nutzung Hanf im Vergleich mit anderen Ölpflanzen hat. Die hier angesetzten Ölanteile von 35% konnten nach russischen Untersuchungen mit russischen und nicht russischen Hanfsorten immer wieder übertroffen werden. Gorbatschewa 1989. Eine holländische Studie gibt sogar Ölgehalte bis 45% an. Thermagröp, regionale Ontwikkeling 1982. Ob bei deutschen Witterungsverhältnissen niedrige Werte oder nach entsprechenden Züchtungen sogar noch Ertragssteigerungen möglich sind, kann auf Basis des aktuellen Forschungsstandes nicht entschieden werden, da in Westeuropa in den letzten Jahrzehnten die Beschäftigung mit Hanf als Ölpflanze noch erheblich spärlicher ausfiel als die ebenfalls schon spärliche Faserhanfstoffforschung. Derzeit wichtigste Ölpflanze in der EU ist der Raps. Anbaufläche in Deutschland 1993 1 Million Hektar, Agrar Europa 4493. Der bei Übersehen der Hanfpflanze als produktivste heimische Ölfrucht gilt. Tabelle 14, energetische Nutzung von Ölpflanzen im Vergleich, hier die Tabelle dazu.
Für die Bundesrepublik Deutschland ist Winterraps die Ölpflanze mit dem höchsten Ertragspotenzial. Das durchschnittliche Ertragsniveau von rund 3 Tonnen Hektar weist große jährliche und räumliche Schwankungen auf. Spitzenerträge im Praxisanbau gehen deutlich über 4 Tonnen Hektar hinaus. Das Ertragspotenzial derzeit verfügbarer Sorten wird bei der Mehrzahl der Landwirte bei Weitem nicht ausgeschöpft. Aus 3 Tonnen pro Hektar resultieren beim Ölgehalt von 43% etwa 1300 Kilogramm pro Hektar, aus 4 Tonnen Hektar jährlich 1700 Kilo Hektar Rapsöl unter Vernachlässigung der Press- und Extraktionsverluste. Der Rekordertrag liegt bei Raps bei 6 Tonnen pro Hektar, Fischbeck 1982, was 2580 Kilo pro Hektar Rapsöl entsprechen würde. Das theoretisch maximale Produktionspotenzial an Rapsöl in Deutschland wird auf etwa 10% des derzeitigen Diesel- und Heizölverbrauchs geschätzt. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1990. Nach der eingangs diskutierten generellen Problematik energetischer Pflanzennutzung ist allerdings kaum zu erwarten, dass das Hanföl derzeit rentabel produziert werden kann und eine echte ökologische Alternative zum fossilen Treibstoff ist. Hinzu kommt, dass Hanföl ein wertvolles Speise- und technisches Öl ist und diese Verwertung sicher ökologisch wie auch finanziell attraktiver sind. Der Heizwert von Stroh, Getreideganzpflanzen, Schilf und sicher auch Hanfstroh liegt zwischen 14.000 und 15.000 Kilojoule pro Kilo und damit in derselben Größenordnung wie Holz, Torf und Braunkohle. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1990. Die Pflanzen können als Ganzes oder entsprechend zerkleinert in spezieller Feuerungsanlagen verbrannt oder auch einer Pyrolyse unterzogen werden. Unter Pyrolyse wird im Allgemeinen die thermische Zersetzung kohlenstoffhaltiger Substanzen unter Sauerstoffabschluss verstanden. Dabei werden die flüchtigen Bestandteile zu Pyrolyseöl kondensiert und die festen Bestandteile in Holzkohle überführt. Das Pyrolyseöl kann als Heizölersatz Verwendung finden. Die Holzkohle als Grillkohle und Aktivkohle genutzt werden. Entscheidend für die Brennstoffnutzung von Pflanzen ist der jährliche Biomassezuwachs pro Hektar. Entgegen anderslautenden Behauptungen aus dem amerikanischen Raum hat Hanf in diesem Punkt höchstens mittlere Werte, wie die Tabelle 15 zeigt. Unter Umständen kommen die besten Hanfpflanzen in Rumänien auf noch etwas höhere Erträge, die bei 15 Tonnen Hektar liegen könnten. Das läge aber immer noch nicht über den Stroherträgen des Getreideanbaus, die ohne zusätzlichen Flächenbedarf anfallen. Die in amerikanischen Quellen oft angegebenen 40 bis 50 Tonnen Hektar beziehen sich auf das Nassgewicht der Hanfernte, das um etwa den Faktor 5 über dem Trockengewicht liegt. Einen näheren Vergleich des Hanfs mit der C4-Pflanze und Riesen-China-Schilf, Elefantengras, das als die Pflanze mit dem höchsten Hektarzuwachs gilt, erübrigt sich anhand dieser Zahlen. Erst bei etwa ähnlichen Erträgen kämen die Nachteile des Riesen-China-Schiffs zum Tragen, beispielsweise schwieriger Anbau, höherer Einsatz von Dünger, Pestiziden und Herbiziden sowie kein Einfügen in Fruchtwechsel aufgrund Mehrjährigkeit. Ebenso sind bei Pyrolyse keine Vorteile des Hanfs gegenüber anderen Pflanzen zu erkennen. Verglichen mit anderen Pflanzen weist Hanf zudem den Nachteil auf, dass das Häckseln, ein notwendiger Schritt bei der energetischen Biomassennutzung, Probleme bereitet. So kommt es beim Häckseln vermutlich aufgrund elektrostatischer Aufladung und/oder flüchtiger Öle leicht zu Selbstentzündung. Vor allem ist Hanf wegen seiner Faser einfach technisch und finanziell zu wertvoll, um als Ganzpflanze verbrannt zu werden. Hanf anzubauen, um Biomasse für die Energiegewinnung zu erzeugen, macht im Hinblick auf den Ertrag keinen Sinn. Etwas anderes ist es natürlich, wenn Reststoffe, die bei der Gewinnung der Langfaser beim Faserhanf oder der Samen beim Samenhanf anfallen, verwertet werden sollen. Zwar ist auch hier die Verbrennung nicht der einzige und vielleicht auch nicht der sinnvollste Verwertungsweg,
Aber auf jeden Fall sind hier nähere Analysen notwendig. Sinnvoll und in der Vergangenheit schon praktiziert, könnte beispielsweise die energetische Nutzung der Schäden sein, die bei der Langfasergewinnung übrig bleiben und an Ort und Stelle als Energielieferant den Faserwerken zur Verfügung stehen. Der Anteil der Schäden am Hanfstroh liegt bei etwa 51%. Ihr Brennwert bei 3500 Kilokalorien pro Kilo. Die Schäden können ansonsten beispielsweise als Baumaterial genutzt werden. Aus Indien liegen Untersuchungen vor, dass die Ausbeute an Biogas aus Kuhmist durch das geeignete Hinzufügen von Hanf gesteigert werden kann. Schon früher wurden Hanffasern und Hanfschäben, so wie aus ihnen hergestellte Produkte im Bausektor eingesetzt, Vergleich Abschnitt 1b. Geschätzt wurden, dass gute feuchte Absorptionsvermögen und ihre guten Wärme- und Schalldämmeigenschaften. Heute könnte eine Vielzahl von Bauprodukten aus Hanf hergestellt werden. Vergleich Abbildung 4 in Abschnitt 5. Etwas Besonderes und Neues hat die französische Firma Chenovet Habitat France Perrier F72260 René entwickelt, die in Frankreich und Belgien bereits 200 bis 300 Häuser überwiegend mit Baustoffen aus Hanfschäben gebaut hat. Die Firma vertreibt Hanfschäben unter dem Namen Isochanvre, Isohanf, die als Bau- oder Isolationsmaterial verwendet werden können. Die Hanfschäben werden in einem nicht näher erläuterten Prozess mit einem mineralisierten Matrix umgeben. Das fertige Produkt besitzt laut Hersteller folgende Eigenschaften: gute Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit von 0,12 Watt/mK, vergleichbar mit Strohplatten und besser als Blähton, hohe Wärmespeicherkapazität, hervorragende Schallisolierung, Dampfdiffusionsoffenheit, Feuerfestigkeit, Unverrottbarkeit, natürliche Fungizidität, Elastizität, entwässernd und wasserabweisend, geringes Gewicht, nicht fressbar für Nager, Termiten und andere Insekten. Als Baumaterial wird Isochanvre mit hydraulischem Kalk und Zement ohne Zusatzstoffe gemischt und eingesetzt für Fundamente, Mauern, Böden, Decken und Verputz. Als Isolationsmaterial wird unvermischtes Isochanvre eingesetzt, das in Verkleidungen geschüttet wird. Es eignet sich für Böden, Innen- und Dachstuhlisolation. Die baubiologischen Qualitäten von Isochanvre sollen laut Firmenangaben sehr hoch sein. Die Firma erwartet noch im Jahr 1993 in Frankreich eine Öko-Auszeichnung zu erhalten. Brokers 1993. Die geschilderte Verwertung von Hanfschäben im Bausektor dürfte zu der ökologisch sinnvollsten Nutzung der bei der Faser- oder Samengewinnung anfallenden Schäben gehören. In Bauprodukten wird der Kohlenstoff langfristig gebunden und trägt nicht mehr als Kohlendioxid zum Treibhauseffekt bei. Rauschwirkungen und medizinische Anwendung des Hanfs sind nicht Gegenstand dieser Untersuchung, sollen aber aufgrund ihrer Wichtigkeit kurz angerissen werden. Die Verwendung von Hanf in der Medizin hat eine tausendjährige Tradition und spielt auch heutzutage in der Volksmedizin einiger Länder noch eine beträchtliche Rolle. Seit 1980 ist synthetisch hergestelltes THC in den USA als klinisch brauchbares Medikament klassifiziert und darf dort in 27 Staaten als erlaubtes Heilmittel vertrieben werden. Folgende Anwendungsgebiete zeichnen sich ab: Antibiotika. Untersuchungen haben ergeben, dass CBD und eventuell auch andere Cannabinoide wirksam gegen grampositive Bakterien sind. Antibrechmittel. Bei der chemischen Krebstherapie leiden viele Patienten unter Nebenwirkungen: Brechreiz, Übelkeit, Schwindel, Appetitlosigkeit, die durch eine THC-Behandlung bei 60 bis 70% der Patientinnen und Patienten entweder verschwanden oder sich deutlich verringerten. Asthma. THC erweitert die Bronchien und ist, da Asthma auf eine Verengung der Atemwege beruht, damit pharmakologisch wirksam. Augenleiden. THC bewirkt eine Senkung des Augeninnendrucks.
Dieser Effekt ist bei der Behandlung des grünen Stars erwünscht, bei dem die Grundstörung in einer Erhöhung des Augeninnendrucks besteht. Epilepsie, THC und CBD erhöhen die Krampfschwelle und entfalten somit antiepileptische Wirkung. Versuche ergaben, dass THC mindestens so wirksam ist wie die zurzeit eingesetzten chemischen Medikamente. Auch aufgrund ihrer beruhigenden und schmerzstillenden Wirkung sind Hanfdrogen medizinisch einsetzbar. Eine ausführliche Monographie zu diesem Themenkomplex ist gerade im Erscheinen. Greenspoon, Bacala, 1994. Hanföl besitzt einen hohen Anteil Linolsäure und ist damit ein hochwertiges, gesundes Speiseöl. Jüngste Untersuchungen aus Japan haben gezeigt, dass Hanföl eine cholesterinsenkende Wirkung bei Ratten besitzt. Des Weiteren wird Hanföl medizinisch für die Herstellung von Salben gegen Ekzeme, Milchschorf und Psoriasis, Schuppenflechte, genutzt. Hanföl kann gegen verschiedene Bakterien eingesetzt werden, wie beispielsweise Staphylokokken, Streptokokken und Mykobakterien. Es eignet sich zudem als biologisches Schädlingsbekämpfungsmittel, beispielsweise gegen Planarien, Strudelwürmer, die in Aquarien Fischeiern und die schlüpfende Brut befallen oder in Gewächshäusern an Pflanzen Schäden anrichten können. Die Gewinnung von THC und CBD aus Blättern der Pflanze beeinträchtigt eine Faser- oder Samennutzung nicht und kann somit eine zusätzliche Einnahmequelle sein. Die THC-Gewinnung ist allerdings nur bei THC-reichen Sorten sinnvoll, die aufgrund internationaler Drogengesetze in der Regel nicht für die Faser- und Samengewinnung angebaut werden. CBD hingegen kann aus Faserhanf sehr günstig gewonnen werden. Hanf in Form von Marihuana, Zweigspitzen und Blätter und Haschischharz gehören zu den beliebtesten Alltagsdrogen in Deutschland. Nach Alkohol, Kaffee, Tee und Zigaretten folgt Hanf mit geschätzten 2 bis 4 Millionen Cannabiskonsumenten, die pro Jahr etwa 50 bis 300 Tonnen Marihuana bzw. Haschisch konsumieren. Neskowitsch, Bär in Rippchen 1992 sowie Tam 1989. 100 Tonnen Marihuana entsprechen bei einem Endkundenverkaufspreis von 10 D-Mark Gramm etwa 3 Milliarden D-Mark. Beim Anbau von Drogenhanf können in warmen Ländern pro Hektar und Jahr 2 bis 4 Tonnen Zweigspitzen Marihuana geerntet werden. In unseren Gegenden etwa eine Tonne. Zur Deckung des deutschen Cannabiskonsums wären demnach maximal eine Anbaufläche von lediglich 300 Hektar THC-reichen Hanf notwendig. Nach einem Vorstoß des Richters Neskowitsch vom Lübecker Landgericht muss das Bundesverfassungsgericht prüfen, ob das Betäubungsmittelgesetz mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz im Grundgesetz vereinbar ist. Der Richter stellte nämlich in seinem detailliert begründeten Beschluss 1992 fest, Alkohol und Nikotin sind sowohl für den Einzelnen als auch gesamtgesellschaftlich evident gefährlicher als Cannabisprodukte. Die vollständige Begründung des Urteils JZ 713 JS 16817 aus 90 Staatsanwaltschaft Lübeck Strich 2 NSKL 16790 ist zu finden in Rippchen 1992. Seit Jahren wird in Europa über eine Entkriminalisierung des Cannabiskonsums nachgedacht. Und führende Drogenexperten gehen davon aus, dass die Cannabisprohibition in Deutschland noch vor der Jahrtausendwende gelockert werden wird. Vor allem deshalb, weil die Cannabisprohibition genauso wie Anfang des Jahrhunderts die Alkoholprohibition in den USA verantwortlich gemacht wird für einen großen Teil der Drogenprobleme sowie für den wachsenden Einfluss illegalen Kapitals. Spätestens nach Lockerung der Prohibition würden auch die Anbauverbote für THC-armen Faser- und Samenhanf jeglichen Sinn verlieren und fallen. Die derzeitige Drogenpolitik basiert auf Fehlinformationen, Tabus und Ideologisierung und es werden kaum Wege zur Entschärfung gesucht. Die Frage der Verfassungsmäßigkeit der Anwendung des Strafrechts hinsichtlich Besitz und Konsum von Cannabisprodukten ist nicht neu und wird seit den 70er Jahren in der Literatur und Rechtsprechung diskutiert. Mit dem Lübecker Beschluss des Richters Neskowitsch im Februar 1992 gab es ein erstes Urteil,
das die Verfassungsmäßigkeit in Frage stellte und die Befürwortung der Straffreiheit für Cannabisprodukte forderte. Die Kammer war der Auffassung, dass das Recht auf Rausch im Rahmen der freien Entfaltung der Persönlichkeit geschützt ist. Das Urteil entfachte einen wahren Boom der Berichterstattung um die verbotene Hanfpflanze und deren Konsumprodukte und eine intensive öffentliche Diskussion. Im April 1994 erließ das Bundesverfassungsgericht ein Urteil, nachdem der Umgang mit Hanf zwar weiterhin verboten bleibt, der gesetzliche Rahmen aber überdacht und geändert werden soll. So sprechen sich SPD und Grüne für eine Liberalisierung aus, während FDP und CDU/CSU auf Altbewährtes verweisen und am Verbot als Präventivmaßnahme festhalten. Über ein Jahr ist seit dem Urteil vergangen, in dem keine Vereinheitlichung der Rechtsprechung erzielt werden konnte. Das Gegenteil wurde erreicht. Durch die äußerst unterschiedliche Auslegung in verschiedenen Bundesländern ist eine große Rechtsunsicherheit, die sich zunehmend auch bei behördlichen Stellen ausbreitet, entstanden. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 9. März 1994 den Besitz von Cannabis weiterhin verboten, wobei im Normalfall geringe Mengen gelegentlicher Konsum von einer Bestrafung abgesehen werden muss. Bestraft werden soll nur noch der Genuss bei Fremdgefährdung. Da die Begriffe geringe Menge und gelegentlich vom Bundesverfassungsgericht nicht definiert wurden, tagten am 5. Mai 1994 die Innenminister der Bundesländer, um eine einheitliche Meinung festzusetzen, was jedoch nicht gelang. So steht man nun vor dem Dilemma unterschiedlicher Bewertungen, was als geringe Menge anzusehen ist. Nach § 31 des Betäubungsmittelgesetzes können Verfahren unter gewissen Voraussetzungen eingestellt werden. Deutlich muss gesagt werden, dass die Verfahrensweise Ermittlung, Vernehmung, Anzeige und so weiter weiterhin bestehen bleibt und dass nur bei Vorliegen der Kriterien geringe Menge und gelegentlicher Konsum von einer Bestrafung abgesehen wird. Tatsache ist und bleibt, dass die allermeisten Cannabiskonsumenten ihren Konsum zum Zwecke des Genusses betreiben. Damit ist Hanf ein Genussmittel im Sinne der Definition. Angesichts der weitgehenden faktischen Unbedenklichkeit von Cannabisprodukten wäre es nur konsequent, eine Regelung des Besitzes und Konsums von Cannabisprodukten in Lebensmitteln und Bedarfs Gegenständen Gesetz LMBG zu verankern, wie es auch für andere Genussmittel üblich ist. Cannabis ist durch das LMBG zu regeln, wirft keine größeren Schwierigkeiten auf, da mit Tabak respektive Nikotin bereits ein Genussmittel geregelt wird, das durch Inhalation in die Lunge aufgenommen wird, ebenso wie dies bei Cannabis in der Regel der Fall ist. Sativa.